Und nun, der letzte Kampf, wie so oft, gegen Tobi. Wird denn in dem Spiel jetzt noch gezeigt, wer das ist? Würde ich ja interessant finden. Immer mit der Ruhe, Tobi. Immer mit der Ruhe. Ja, okay. Das wissen wir jetzt auch, dass der da... Ran an den Speck, ran an den Speck, Naruto. Immer schön ran da. Oh, Mann, okay. Was? Wieso hat das denn jetzt getroffen? Oh Gott, ey, hier trifft echt... Ich wollte gerade sagen, es trifft hier nichts. Ist aber gelogen. Ich glaube, wir können auch... Ja, wir können auf jeden Fall... Oh Mann. Voll die fiese Attacke. Weißt du was? Nimm das. Komm schon. Ich hab echt Angst. Es tut mir auch leid, Leute, aber ich hab richtig Schiss gerade. Dass wir hier noch versagen. Auf den letzten Metern. Wobei ich es eigentlich gar nicht unbedingt glaube gerade. Die Chancen... Ja, es ist... Chancen sind da. Was wir draus machen... Bleibt uns überlassen. Oh, der verliert nichts mehr. Jetzt passiert doch was. Okay. チャクラを使い果たしたか。この勝、俺の勝ちだ。チャクラがなくなってもな。 俺の拳にはいろんな名前と いろんな思いがいっぱい詰まってっから。痛えぞ。ナルト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 。ナル
Was ganz cool ist, so für den Online-Modus, so generell, falls ich wirklich mal online spielen sollte, das ist halt die große Frage, ob ich da großartig Lust zu habe, weil ich bin nicht sonderlich gut in diesem Spiel. Darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten und deswegen ist es relativ unsinnig, sich überhaupt Gedanken über irgendwelche Online-Matches zu machen. Erstmal cool, dass wir das Spiel höchstwahrscheinlich jetzt durchgezockt haben. Ich bin mal gespannt. Vor allen Dingen, wer verbirgt sich jetzt hinter der Maske? Mir wurde so oft gesagt, der ist es. Dann wurde mir wieder so oft gesagt, der ist es nicht. Ich bin echt gespannt. Wenn wir die letzten 7% natürlich überleben. Das ist die Frage. Dum, 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 dum. Uzumaki Naruto. まさかここまでの力を手にするとは。だが俺の戦いは終わらん。そして憎しみも消えることはない。俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない。9尾と8尾はいただく。必ずな。 逃げちまったか。だが、よ、よくやったな。ナルト、おい、大丈夫？あれだけやった後だ。そりゃこうなるだろうぜ。 本当、大したもんだぜ、お前は。よ、以上が各戦場での戦果報告となります。うん、多大な被害を受けましたが、ひとまずはやつに世界を奪われなかったことを喜びましょう。ああ、うちのナルトもキラー B も無事だったことだしな。とはいえ、 ここに来て本物の内浜だらが出てくるとは思わんかった。俺たち五影の力を持ってしても互角、危険な相手だ。そして偽物だった面の男か。どちらもいずれ再戦することになろう。忍び連合として相応の覚悟をしておかなければなるまい。来るべき決戦に向け、 さらに作戦会議を密にしましょう。また即戦力の忍びを生み出すため、格差との教育システムのすり合わせをすべきです。じゃあな、ここまで来たら出し惜しみするものは何もない。出し惜しみするものは何もないか。どうした、雷影殿。正直なところ、この連合を組んで ここまで関係が強固になるとは思っていなかった。結局は格差とが己の利益のために腹を探り合い動くものだと思っていた。戦争が終われば、また過去と同じ対立の関係になるものだと思っていた。だが結果は、わしの考えを大きく裏切った。世界は本当の意味で 一つになろうとしている。新しい時代、少しは期待していいのかもしれんな。<笑>新しい時代が本当に来るかどうかは今後の私たちにかかっている。まずはマダラたちを倒す。全てはそれからです。ああ、となると戦いの鍵となるキラー B とナルトの扱いをどうするかだが。 そういえば、ホカゲ様、今、彼は。あいつならまだ眠っている。本来なら九尾の影響もあって回復が早いのだが、今回は九尾の奴もよほど力を使ったんだろう。死んだように眠ってるよ。では、だが命に別状はない。じきに目覚める。そうですか、それはよかった。渦巻きナルト、 世界はゆっくりだが動き始めている。お前が見せてくれた光が世界に届いている。平和への道は
確実に存在する。平和はもう目の前だ。あれ、ここは、ああ、これは夢だな。時々あるんだよな、これは夢だってわかるやつ。つうか、なんだこれ、何も見えねえ。こんな変な夢見んのは珍しい。父ちゃん、母ちゃん。父ちゃん、母ちゃん。うん、わかってる。これは英雄の物語。迫る脅威にただの一度も臆することなく、大切なものを守るため最後まで戦った。これは英雄の物語。私の愛する英雄の物語。Tja, Leute, und so scheint der Krieg zu enden. Allerdings ohne, dass wir Madara besiegt haben, ohne, dass wir, ich sag es einfach mal, es ist Obito, ohne dass wir Obito besiegt haben. Wir konnten nicht einmal, jetzt fällt mir der Name nicht ein, oh mein Gott. Ihr wisst schon, der Schlangentyp. Mir fällt der Name jetzt gerade echt nicht ein, das ist jetzt schlecht.
Das ist jetzt schlecht. Allerdings, ja Leute, das war's für das Let's Play. Wir können uns jetzt natürlich megamäßig darauf freuen, dass bald die neuen Folgen kommen. Und es richtig übelst abgeht. Und es auch danach scheinbar noch überhaupt nicht vorbei sein wird. Also nicht mal annähernd. Denn so wie es aussieht, es sind ja noch alle da. Alles, was so an Bösen vorhanden ist, ist noch da. Und über Sasuke haben wir auch so gut wie gar nichts erfahren am Ende jetzt. Tja. Mann, der blieb das ganze Spiel eigentlich so ein bisschen underground-mäßig. Der ist den ganzen Krieg auch überhaupt nicht aufgetaucht. Okay, der hat Itachis Augen. Aber... ja, das muss halt erst heilen. Aber was, wie geht's weiter? Das würde mich jetzt echt mal dringend interessieren. Wenn ich die Mangas lesen würde, wüsste ich es vielleicht schon. Ich möchte jetzt auch auf gar keinen Fall noch weiter gespoilert werden, als die Serie, als das Spiel mich jetzt sowieso schon gespoilert hat. Das wäre echt doof. Ganz ehrlich, aber nee. Voll geil. Boah, voll geil. Auf jeden Fall. Also, um nochmal so jetzt so ein bisschen das Spiel Revue passieren zu lassen, meine Meinung abzugeben und so. Das Spiel ist gut. Es ist wirklich gut. Es ist zwar im Großen und Ganzen besteht es eigentlich nur aus Sequenz. Kann man wohl großteils ehrlich so sagen. Ist aber nicht wirklich so das Problem, weil die Sequenzen sind geil. Ich glaube, das kann jetzt einfach mal so jeder bestätigen. Ohne, dass wir lügen müssten. Also ich mag es auf jeden Fall. Ja, für Fans der Serie ist klar, ne? Und ich glaube, wer nicht unbedingt Fan der Serie ist, wird dieses Spiel auch nicht anpacken. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Von daher passt das schon. Ich hatte ja kurzfristig gesagt, so der letzte Kampf, wo wir da mit dem neuen Schwänzigen gegen die ganzen anderen Tiere kämpfen mussten, hatte ich ja so ein bisschen, war ich ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, meine Güte, warum muss denn jetzt am Ende hier noch so ein Scheiß sein? Aber wenn man sich kurz auf den Kampf einlässt und mal versteht, was da Sache ist, dann ist das auch gar nicht so schlimm, dann ist das auch gar nicht so lang und alles erträglich. Also ich find's mega geil, ey, die Grafik, Hammer, soundtechnisch richtig geil, komplette japanische Synchro dabei und die englische soll auch sehr gut sein, habe ich gehört. Also wer die Serie in Englisch guckt, der kommt auch mit der englischen Sprachausgabe bestimmt sehr gut zurecht. Ich gucke es halt auf Japanisch, deswegen hatte ich die japanische drin. Und da hat sie sich auch eigentlich so im Großen und Ganzen niemand drüber beschwert. Von daher nehme ich mal an, das war gut so. So, der Abspann. Das sind aber alles jetzt Sachen, die wir schon kennen, oder? Nee, also das kannte ich noch nicht. Aber das sind Stellen, die wir kennen. Und so ein paar Sachen, die danach wohl spielen. Ich habe keine Ahnung, ey. Was ist denn jetzt danach? Jetzt lässt man mich wieder so mit so einer Art großen Fragezeichen hier raus. Da weiß ich gar nicht, ob ich das gut finde. Sowas mag ich ja nicht. Ja, Leute. Wenn ihr mich fragt, ob ich die Kaufempfehlung, also da der Online-Modus bestimmt auch, also der Online-Modus ist gut für all diejenigen, die das Spiel gut beherrschen, dann macht das bestimmt eine Menge Spaß. Für mich jetzt ist das eher nichts, weil, ja, ihr wisst es ja selber, so gut bin ich nun wirklich nicht, dass ich mich da großartig mit den Besten der Welt messen sollte. Und ich würde einfach mal sagen, ich lasse euch jetzt mit dem Abspann hier alleine, der spricht ja ganz gut für sich selbst. Und ja, wir sehen uns. Hoffentlich in anderen Projekten oder, ja, oder halt nicht mehr. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.
英雄。道警を背負い希望をもたらす。いかに七を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う。その者英雄。日々が経ち過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる。その者英雄。歴史に刻まれし新風、その名は渦巻きナルト。